In dieser Einheit machen wir jetzt den Sprung von Rechtecksummen zum Integral. Du siehst hier eine Kurve und den Bereich zwischen 1 und 5 habe ich in Rechtecke unterteilt. Du siehst, es ist eine Linksumme, weil die Rechtecke alle links oben anstehen. Das ist aber für das Ergebnis von diesem Video am Ende dann gar nicht mehr so wichtig. Noch einmal kurz zur Erinnerung, die Fläche von so einem Rechteck berechnet man durch f von x0 mal dem Weg, den ich von einer Rechtecksbegrenzung zur nächsten gehen muss. In dem Fall wäre das bei mir jetzt eine Einheit, weil ich ja eine Länge von 4 Einheiten in 4 Teile unterteilt habe. Und allgemein kommt man natürlich auf diese Breite hier, indem man immer die Differenz von einer Begrenzung bis zur nächsten bildet. Und Differenz, das Zeichen der Mathematik, ist ja dieses kleine Delta. Das heißt, ich nenne jetzt mal die Breite von diesem Rechteck immer Delta x. Also in dem Fall wäre das hier 2 minus 1 oder fürs nächste Rechteck 3 minus 2 minus 2. Also immer ein Ganzes. Also nochmal, die Fläche von dem Rechteck rechne ich aus, f von x0 mal Delta x. Meine Grenzen, also von 1 bis 5, die nenne ich jetzt mal hier a und b, das ist vorläufig auch noch nicht so wichtig, nur für später dann für das Ende von diesem Video, da werde ich nämlich diese Grenzen dann allgemein mit a und b bezeichnen. Und jedes Rechteck hat natürlich jetzt hier auch Begrenzungen und die habe ich durchnummeriert. Also ich beginne bei x0, x1, x2, x3, x4. Mein erstes x entspricht meinem a und das letzte x entspricht meinem b. Gut, okay. Also nochmal, das erste Rechteck, die Fläche von diesem ersten Rechteck, berechne ich mit f von x0, das ist diese Länge hier, mal Delta x. Und wenn ich jetzt das zweite Rechteck berechne, na gut, dann habe ich f von x1 mal demselben Delta x. Und dann geht es weiter mit f von x2 mal Delta x und f von x 3 mal Delta x. Ich werde das hier mal rechts ergänzen. Hier bitte, ich habe jetzt die Schrift ein bisschen kleiner machen müssen, damit sich das alles ausgeht. Das Delta x habe ich gleich herausgehoben, dass ich es nicht jedes Mal hinschreiben muss. Normalerweise würde da stehen mal Delta x, mal Delta x, mal Delta x, mal Delta x und wie gesagt, das hast du eh auch schon im vorigen Video gesehen, dass man das da rausheben kann. Gut, jetzt mache ich diese Summe ein bisschen genauer, indem ich die Anzahl der Rechtecke erhöhe, zum Beispiel auf 8. Dann habe ich mein erstes Rechteck noch immer f von x0 mal Delta x. Das Delta x ist halt jetzt nur mehr halb so groß wie zu Beginn. Und ich habe insgesamt 8 Rechtecke. Das heißt, meine letzte Begrenzung ist jetzt bei x8. Und das kann ich jetzt natürlich beliebig fortsetzen. Ja, also ich kann jetzt das in ganz, ganz viele Rechtecke unterteilen. Und dann geht das halt von meinem x0 bis zu meinem x, naja, eben nicht ganz bis xn, sondern halt bis zu einem vorher, bis xn minus 1. Aber du siehst schon, irgendwie, wenn die Rechtecke jetzt so besonders schmal werden, dann ist es eigentlich völlig egal, ob ich das letzte Rechteck jetzt da noch dazu nehme oder nicht, weil im Prinzip reduzieren sich die Rechtecke quasi auf lauter kleine Striche. Also ich kann jetzt eigentlich, ohne dass sich das Ergebnis besonders stark ändert, sogar von x0 bis xn rechnen. Auch wenn das jetzt mathematisch nicht hundertprozentig exakt ist, im Prinzip wäre das egal. Und es ist sogar auch völlig unerheblich, ob es jetzt eine Linkssumme oder eine Rechtssumme ist. Gut, das heißt, ich könnte jetzt ein bisschen ungenauer sogar hier bis zu meinem xn gehen und könnte jetzt die Summe so aufschreiben, x0, x1, naja, da mache ich halt Punkte, 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 so, hier und höre irgendwann einmal bei meinem xn auf. Und weil Mathematikerinnen und Mathematiker so unglaublich faul sind, wollen sie diese langen Summen auch noch irgendwie abkürzen und haben dafür eine Abkürzung gefunden, nämlich dieses griechische Sigma. Das Sigma steht für Summe und bedeutet Folgendes, ich habe hier f von xi und dieses i ist wieder nur so eine Hilfsvariable und es wird im Summenzeichen selber erklärt, was das i bedeutet, nämlich das i beginnt bei 0 und endet bei n und die Schrittweite wird da mit 1 vorausgesetzt. Also man beginnt mit f von x
0, dann kommt f von x1, f von x2, f von x3 und so weiter bis f von xn. Und das Ganze wird, Summenzeichen, wird addiert, also ist genau dasselbe gemeint wie hier oben, nur ein bisschen kürzer aufgeschrieben und ein bisschen verwirrender. Und das Ganze mal Delta x, so wie hier oben. Also dieser Ausdruck hier unten bedeutet genau dasselbe wie dieser Ausdruck hier oben, nur die Summe wird abgekürzt.